Man darf gespannt sein. So. Also seit dem letzten Stream habe ich noch ein bisschen weitergespielt, selbst. Also selbst, privat, ohne Stream. Und... Ah, hier hat es gespeichert. Okay. Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum, um ihren Kyberkristall zu finden. Ich erinnere mich. Meister Yoda hatte uns zum Eingang geführt, aber danach waren die auf uns gestellt. Daran war ich zwar gewohnt, aber es machte die Herausforderung nicht einfacher. Meine Ausbildung folgte strikten Protokollen. Auf alles vorbereitet. Dachte ich. Vielleicht war das die Lektion, Kerl. Du kannst nicht alles wissen, aber darauf vertrauen, mit allem fertig zu werden, was dir begegnet. Die gute Lektion. Also, genau. Wir sind... Ich war mit dem letzten Grab fertig. Cal hatte... Ich sag's mal, eine Art Erinnerung, Vision, irgendwas. Hat aber... Auf jeden Fall hatte das solche Auswirkungen, dass es sein Lichtschwert kaputt gemacht hat. Deswegen sind wir jetzt auf Illum. Illum... Warte mal, hier ist der Planet. Hey! War auf Zephyr nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Um einen neuen Kristall wahrscheinlich wieder schwer zu holen. Wir müssen auf jeden Fall unser Schwert reparieren jetzt. Das ist der Jedi-Tempel. Das ist eine Weile her. Ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also. Ja, von wegen, mein Gamepad-Akku ist gleich leer. Und schon hat er den Geist aufgegeben. Sekunde, es geht gleich weiter. Akkus wechseln. Akkus wackeln. Ne? Deswegen hat es auch eben so geleckt. Cal, halte durch. Das war meine Maus. Ich habe noch Maussteuerung. Ich kann auch in die Pappen da reingehen, eigentlich in den Bildschirm. Bis ich das gefixt habe hier. Also Plus auf Plus und Minus auf Minus. Da kommt Minus hin. Da kommt Plus hin. Und dann haben wir gleich wieder ein Gamepad. So, die Akkus muss ich aufladen. Komm da hinten hin. Spannend heute, nicht? So. Viel Krach. Und ihr seht gar nichts. So, Gamepad wieder anmachen. Wunderbar. Weiter durch den Schneesturm. Ich sehe nicht viel. Sieht aber jetzt auch nicht so aus, als gäbe es hier Loot. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Mit viel Fantasie ist das ein Durchgang, ja. Okay. Untersuchen? Was untersuchen wir? Was? Stand doch eben untersuchen. Hm? Wir haben nicht schnell genug gekriegt. Seltsam. Nee. Na gut. Oh Gott. Das
Müssen Kinder machen hier diesen Weg oder ist normalerweise unten der Eingang echt ein echter Eingang? Da sieht man das Schiff ein bisschen. Versammlungsraum. Dramatische Musik. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Gut gemacht. Seil. Der Jedi-Tempel. Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Ist das wieder sowas, wo ich, wo ich wieder eine halbe Stunde brauche, bis ich Kraft habe, was ich tun muss? Ich hoffe nicht. Wärme. Mhm. Was? Also, wir haben da ein Kabel. Da unten ist ein Kabel. Aber wo stecke ich das rein? Ich glaube, ich muss mich erstmal ein bisschen umgucken. Also das wird ja wahrscheinlich... Achso, ist das so eine Halterung? Okay, weil das wird ja wahrscheinlich dann... Genau, ja. Das öffnen. Mhm. Oder... Das an, normalerweise das andere? Nee, ne? Ich will mal zu mir kommen. Was ist das? Gute Arbeit. Statue eines Jedi-Meisters. Hast du nicht selbst erkannt? Ich denke, du warst schon hier. Ja, nun. Hier unten können wir nichts machen. Komme ich denn jetzt wieder ganz nach oben? So nicht. Was? Noch was scannen? Lass mal sehen. Guter Scan, BD. Jedi-Gerät. Diesem alten Tempel wurden Jedi-Geräte für die Kontrolle bestimmter Umstände und die Aktivierung geschützter Gänge gebaut. Für die Kontrolle bestimmter Umstände. Das ist natürlich sehr spezifisch. Viele dieser Gerätschaften verfügen über einfache Hebel, Schwenkarme und rudimentäre Objekte, die einen bestimmten Zweck erfüllen, wenn sie korrekt angeordnet werden. Noch so guter Hinweis. Jetzt weiß ich Bescheid. Das ist so ein Ding, um Dinge zu machen.
Hm, kann ich ein bisschen hoch? Ich kann das nochmal mit hochkrabbeln. Manchmal kann er das, aber ich glaube, gerade will das nicht. Nee, ich muss da aber irgendwie. Ich muss ein bisschen mehr höher. Weil ich eigentlich da noch meinen wollte. Schwingt der Kristall eigentlich mit? Ich hier so. Schwer zu sehen irgendwie. Er bewegt sich, glaube ich, minimal. Ich hoffe, es wird nicht so aufregend hängen in einem Langzeit-EKG. Dann musst du wohl das Knöpfchen drücken und dem Arzt dann sagen, ich habe da was Aufregendes geguckt. Und ist es traurig, dass ich weiß, wie das funktioniert, weil ich schon das mehrfach auch machen musste? Was machen wir mit dir? Ich würde halt echt gern eigentlich nochmal halt ganz nach oben. Aber ich sehe keine Möglichkeit. Weil da war ja auch nochmal so, ich müsste da oben wahrscheinlich das, die Tür erst nochmal aufmachen. Oder die Lichtding oder so. Das ist nämlich hier kein Wallrun. Nee. Kann ich bitte neu starten, das rechts? Okay, Leute, übersehe ich irgendwas? Komm nicht zurück. Ich kann es mit dem Kabel probieren. Oh Gott. Aber ich probiere vielleicht erstmal, was passiert, wenn das Kabel hier reinsteckt. Ich glaube, noch musst du dir keine Sorgen machen, dass hier irgendwas Aufregendes passiert. Jetzt machen wir nämlich erstmal das wieder raus. Komm her. Hat man ihn irgendwie fixiert, halt den Kristall, aber. Weird. Also für mich macht es ein bisschen mehr Sinn, dass das Ding drin ist, weil dann haben wir zumindest schon mal Licht.
Warum muss das auch hier wieder mit so einem Rätsel jetzt anfangen? Ich probiere mal, ob ich da hochkomme. Ich bin gerade blöd zum Schwingen. Ich versuche, ob ich irgendwie hoch oder runter kann, aber es bringt nichts. Also nur schwingen. Nein. Mann, ich will da nochmal hoch. Ich verstehe nicht, warum das nicht darf. Oder kann. Oder sonst geht das doch meistens immer, oder nicht? Sehr merkwürdig alles. Ich habe echt das Gefühl, ich hätte irgendwie oben was machen müssen. Ich bin zu früh runtergesprungen. Aber normalerweise bisher war das Spiel nicht so, dass es einem dann sowas... Also dass man solche Fehler machen darf und man halt eigentlich wieder zurück kann. Deswegen finde ich es gerade merkwürdig, dass ich da nicht wieder hochkomme. Holt euch einen Kaffee, holt euch, macht euch einen Tee, es dauert länger. Wieso kam gerade so ein Sound? Warte mal. Ah ja doch, jetzt ist der Kristall. So einfach kann es gehen. Ich wollte es mit Schwingen machen, warum auch immer, aber. Da war zumindest das schon mal offen. Sonst. Ja, nee. Mehr kriege ich erstmal nicht. Ich meine, das ist Fortschritt. Glaube ich. Hoffe ich. Ah, jetzt darf ich auch wieder hoch. Ja, okay, danke. Ich müsste das jetzt unten dran machen und dann einfach den Kristall wieder ziehen. Das Ding ist nur... Ich befürchte, der tauscht... Also ich weiß nicht, ob er das austauscht. Aber wenn er das nicht austauscht, wenn das... sondern loslässt, wenn ich jetzt runtergehe, dann... ja, warte mal. Kann ich das von hier aus ziehen? Ja. Ich mache das nämlich erstmal raus. Und ich darf mit dem nicht runter. Richtig verlangsamen. Ne, es...
Ich würde ja den Kristall irgendwie erstmal in Schwingung bringen oder sowas, wenn der nicht so träge wäre. Okay, die Tür geht jetzt nicht so mega schnell zu. Die visiert er, glaube ich, nicht an. Ne, okay, die kann ich nicht verlangsamen. Ah, warte, okay. Warte, ich habe eine Idee. Das könnte nämlich schon reichen. Jetzt muss ich erstmal wieder da hoch. Achso, aber wie komme ich jetzt so. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Aber ich brauche ja das Seil, um rüberzukommen. Ich meine, meine Idee war gut, aber Ausführung schlecht. Kann man da in der Mitte hoch? Ich probiere es mal. Ich glaube es nicht. Ich weiß sowieso nicht, warum die da so ein Mittelding gemacht haben. Man kann einfach rüberspringen, wenn man schon oben ist. Das können die jetzt nicht einfach bis unten machen können, dann hätte ich das ganze Problem nicht. Ah, okay. Ja, okay. Ich habe noch eine Idee. Alles gut. Wir kriegen das hin. Aber ja doch, müsste eigentlich dann. Das geht ja nicht. Löst sich ja nicht, wenn ich das wieder zurückschicke, ne? Gut. Ha! Dann nehmen wir jetzt mal das hier, auch wenn wir es nicht brauchen. Als Abwechslung. Scheiße. Ich musste ja noch einmal irgendwo runterfallen, ne? Mehr muss man gar nicht machen. Gut. Wenn man das Rätsel gelöst hat, kommt es dann immer so einfach vorne. Warum ist dir das nicht schon vor 5 Minuten eingefallen? Nicht genug Punkte. Es ist dunkel hier. Aber ich habe kein Lichtschwert. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn Gegner kommen? Das Wasser ist doch bestimmt kalt. Oh, vielleicht auch nicht. Die sind so Geysire. Irgendwas findet man immer.
Geysir, danke, BD1. Hätte ich ohne dich jetzt nicht erkannt. mit der Taschenlampe eigentlich, ne? Ich meine, BD hat ja auch eine Taschenlampe. Ich meine, er hat ja jetzt auch eine, wie man sieht, da rechts. Was ist das, BD? Ein BD1-Skin. Gucken wir uns gleich an. Wobei bei einem Droid ist wahrscheinlich keine Taschenlampe, sondern eine Körperlampe. Weiß nicht. So, da geht's eventuell raus oder rechts war noch was. Hier geht's auch raus. Warte mal, Karte. Also sieht so ein bisschen aus, als müssten wir rechts weiter und vielleicht ist links einfach nur Loot. Mal gucken. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Was ist der wütende Jüngling? Ich bin so wütend. Mehr genervt vom Meister wahrscheinlich. Ein Loch in der Decke. Ich glaube, keins ordentlich so. So, ich wollte ja Skin gucken. Welcher war jetzt neu? Der hier? Tibana. Ja, okay. So ein bisschen blau. Aus den Rissen unter Wasser drängt Hetzel. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kyberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Okay. Sehen wir nach. Geoden. Das ist, glaube ich, nicht so spannend, oder? Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Sag das nicht. Hoffentlich hält das. Sorry. Ich bin übrigens echt froh, dass man in dem Game das hier nicht selbst steuern muss, das Balancieren. Sehr dankbar. Und ich finde es gut, dass diese Lampen, zumindest sieht es aus, als wären das eigentlich Lampen, nicht an sind. Es gibt so viele Spiele, wo du irgendwie Beleuchtung irgendwo hast, wo seit Jahrhunderten niemand war oder so. So, hä, wieso ist hier Licht? Wieso brennen hier Kerzen? Was gefunden? Ich meine, natürlich ist das dann für Atmosphäre. Danke, und so, aber... Eine sehr große Statue. Ups. Ah. Wow. Wow. Echt knapp.
wird stärker. Beeilung! Habe ich schon wieder irgendwas mit Untersuchen gestanden? Okay. Wieso geht's da so tief runter? Ich sehe da ein Echo. Geh mal gucken. Kann ich... Er kann sich halt nicht so fallen lassen, ne? Weil wenn ich mich jetzt fallen lasse, falle ich, glaube ich. Also, ja. Überlebst du den Sprung? Das ist einfach so... Ja, ja, genau so. Das ist bestimmt eigentlich irgendwie ein Rückweg und ich mache alles falsch. Okay. Es ist kein Weg. Glaube ich. Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Ich habe ein Problem, ich habe kein Lichtschwert. Ich habe vergessen, dass er das kann. Der kann ja hacken. Ich wusste, dass du da reinspringst. Zeig mal, was du gefunden hast. Macht und Kontrolle 2. Habe ich mir eine Brücke gemacht. Okay, warte, dann gehe ich gerade noch mal zurück. Oh Gott. Au. Oh, ich lebe noch, aber ich sollte nicht leben. Der junge Donald da. Sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Ja, kann ich das nicht mal irgendwie so richtig cool machen, dass ich beim ersten Versuch sowas hinkomme?
Ich wäre kein guter Jedi, wenn ich so viel springen und klettern müsste. Wo ich früher als Kind gern geklettert bin, so. Eigentlich. Also auch immer ein bisschen ängstlich, aber schon trotzdem ganz gern. Also nicht auf den höchsten Wipfel im Baum, aber so auf die unterste Äste. Das ist der. Ich sehe sein Licht.